Bischof Dr. Georg Betzig hat sich offensichtlich sehr wohl, sehr zu Hause gefühlt beim Evangelischen Kirchentag. Er hat seinen Herz, seine Seele ausgeschüttet und über alles geredet, was ihn so in letzter Zeit plagt. Ich habe den Eindruck, der Pressesprecher war nicht dabei, denn er hat sich so unpolitisch geäußert, dass man das wirklich kaum für möglich hält. Zum Beispiel so hat er sich über Kardinal Wölki ausgesprochen. Es gibt Menschen, auf die man wie auf ein totes Pferd einreden kann. So beschreibt er eigentlich die Gespräche, die er hat mit Kardinal Wölki. Das muss man sich mal vorstellen. Über die Kritiker des Synodalen Weges hat er sich so geäußert. Wir haben Geschwister, die wir uns nicht gesucht haben, die Gott uns zur Seite stellt, sozusagen als Prüfung. Ja. Aber dann hat er sich auch unglaublich kämpferische gegeben. Und zwar gesagt, mir ist egal, was der Vatikan zum Teil sagt, also hinsichtlich gerade der Frage von Laienberichten, das macht er, das wird er durchziehen. Wir lassen nicht locker, sagte er am Freitag auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Für sein Bistum Limburg werde er das umsetzen, sagte er. Das ist ein Schatz. Der Vatikan müsse diese spezifische Situation in Deutschland beachten. Da sieht man, ihm ist es völlig egal, was er da die ganze sagt. Ja, er sagt sie zwar die ganze Zeit, er will kein Schiss mehr, er will sich mit dem Vatikan irgendwie verständigen und so weiter, aber in Wahrheit macht er sein Ding. Er will seine eigene Nationalkirche einrichten in Deutschland, zumindest in seinem Bistum. Aber den Vogel hat abgeschossen in einem Gespräch, den sogenannten Roten Sofa, mit dem Evangelischen Medienverband. Und da hat er wirklich, ja, da hat er richtig gesagt, wie genervt er ist eigentlich. Und das hat man auch an den Gesichtszügen gesagt. Weil normalerweise versucht er eigentlich recht, ja, soft eigentlich sich zu geben. Sehr, ja, geduldig und barmherzig und so weiter. Aber da hat man richtig gemerkt, okay, also das ist für ihn unerträglich. Ja, und er hat gesagt, der ganze Dialog, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Vatikan, mit der Weltkirche sei zermürbend. Ja, das ist das Wort. Ja, er sagte, ja, wir versuchen irgendwie zu Leuten irgendwie einen Kontakt zu haben, die irgendwie anders irgendwie ticken, ja, aber das würde man nicht gut finden, ja. Und dann kommt dann folgende Antwort und dann wird immer dann immer wieder zu hören, das ist jetzt Zitat, und dann immer wieder zu hören, nein, das geht nicht, das ist nicht möglich, in der Weltkirche sind wir noch nicht so weit, wir müssen auf andere hören. Also der hat sich richtig, also wenn Sie auch das sehen, ja, das ist ein Video, ich verlinke zu diesem Video, damit Sie das selber sehen können, da merkt man eigentlich, wie verbittert er eigentlich inzwischen ist. Also das ist einfach unglaublich, ja. Das heißt, er kapiert nicht, dass Leute nicht wollen das, was er will. Das ist für ihn offensichtlich völlig unverständlich. Und besonders schlimm wird es, wenn er über einen Teilnehmer, ein Mitglied der Synodalversammlung spricht, und zwar ein Vertreter der sogenannten Muttersprachler. Das sind diejenigen in Deutschland, Katholiken in Deutschland, die eben nicht Deutsch zur Muttersprache haben, sondern eben Polnisch, Kroatisch, Französisch etc. Ja, und dieser Herr war konkret aus Afrika. Und dann sagt er, ein Vertreter der muttersprachlichen afrikanischen gemeint, und der Mann sagte uns, ja, so spricht er, und der Mann sagte uns, ja, ihr Europäer, ihr denkt immer, ihr seid weit voraus, aber mittlerweile ist es so, ihr seid weniger. Wir in Afrika sind ganz viele, jetzt müsst ihr mal warten. Und das hat er mit richtiger Verbitterung gesagt, ja, wie kann ein Mann da herkommen und ihm das sagen, wo die doch diesen tollen synodalen Weg eben kreiert haben. Ja, das Ganze ist wirklich unfassbar, das Ganze ist wirklich schrecklich eigentlich, dass Bischof Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, das heißt gewissermaßen der Vertreter aller Bischöfe, sich in dieser Art und Weise in einer öffentlichen Veranstaltung so äußert, ja, über die Weltkirche, über den Vatikan, über die Muttersprachler, ja, diesen Herrn aus Afrika, den konnte man sehen, wenn man die Synodalversammlung gesehen hat, er hat da immer wieder gesprochen und hat gesagt, nee, das geht nicht, was er macht, das entspricht nicht das, was die Kirche sagt, ja, also völlig berechtigt, aber Sie sehen, also er hat sich richtig genervt über diese Leute und gleichzeitig eben kämpferisch und sagt, ich mache mein Ding. Das ist die Person, das ist der Bischof,
der das die deutsche Bischofskonferenz leitet, ja. Also es ist, ich finde, es ist immer offensichtlicher, dass dieser Mann eine absolute Fehlbesetzung ist, und die Anbischöfe sollten endlich jemand anders suchen, der eigentlich diese Spaltung in Deutschland und diese Spaltung Deutschlands mit der Weltkirche endlich beendet. Vielen Dank.